grüße euch ganz herzlich. Freue mich, dass ihr da seid. Freue mich, dass ich da bin. Soll euch liebe Grüße sagen. Letzten Sonntag war ich in Mötzing und sie haben gesagt, wenn du nach Hause kommst, sag der Gemeinde liebe Grüße. Habe ich damit ausgerichtet. Vor einigen Wochen hatte ich von Gott her einen Eindruck in meinem Geist und ich sah einen Gasluftballon, so einen Heißluftballon. Und dieser Heißluftballon war prallvoll und eigentlich musste man darauf warten, dass der sich irgendwie abhebt und in Bewegung setzt. Aber trotz größter Erwartung, dass das geschehen würde, passierte gar nichts. Warum? Man sah in diesem Bild, wie er an festen Seilen an der Erde angeflockt war und obwohl der Wind ihn hin und her bewegen konnte, nach rechts und nach links, konnte er ihn nicht nach oben bringen, weil die Seile einfach zu stark waren. Und über diesem Bild dachte ich nach und betete und stellte fest, dass Gott dieses Bild gebraucht, um uns klarzumachen, du bist wie so ein Ballon. In dir ist mein Heiliger Geist, in dir ist meine Kraft. Aber diese Kraft reicht am Ende nicht aus, dich in Bewegung zu setzen, wenn du die Seile, die du in deinem Leben hast, die dich runterhalten wollen, wenn du die nicht kappst. Und wir als Volk Gottes erleben das an uns selber, dass wir auf der einen Seite spüren, wir sind Kinder Gottes, wir sind geliebt, Gott wohnt in uns, die Kraft Gottes ist da, die Nähe Gottes empfinden wir, wir sitzen im Gottesdienst und wir spüren, Jesus kommt mit seiner Liebe zu uns und trotzdem kommt dein Leben nicht in Bewegung und kommt nicht zu der eigentlichen Berufung, die Gott sich für dein Leben gewünscht hat. Warum nicht? Es gibt zu viele Seile, Seile der Sorgen, Seile der Absicherung, dieser kleinbürgerlichen Kleinkariertheit, die uns oft so angedient wurde und uns angelernt und angeeignet wurde. So achte immer darauf, dass immer alles abgesichert ist. Geh ja nie über den Rand raus. Bleib immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und diese ganzen blöden Sprüche, von denen man als Kind schon eingeimpft wird. Und wir merken, wir bleiben in unserem engen Schema. Lieber Gott, ich glaube dir, dass du allmächtig bist, aber bitte komm mir nicht zu nahe damit. Und wir kommen nicht wirklich in die Freiheit rein. Ich erlebe das, wenn Leute im Gottesdienst sitzen und die Gegenwart Gottes kommt und sie können das intellektuell nicht mehr kontrollieren, dann kriegen sie Panik und Angst. Oh Gott, du darfst uns schon nahe kommen, aber bitte in meiner begrenzten Sichtweise. Und Gott sagt, nee, so spiele ich mit dir nicht. Also wenn du willst, dass ich in deinem Leben arbeite, dann kommst du auf meine übernatürliche Ebene. Ja? Und dazu ist es so nötig, dass wir unsere selbstgemachten Seile losschneiden und sagen, Gott, nicht meine gedankliche Vorgabe ist der Maßstab der Dinge. Nicht, ob ich das kontrollieren kann oder nicht, ist der Maßstab der Dinge. Sondern der Maßstab der Dinge ist, Gott, was willst du? Und das fordert in unserem Leben ganz oft diesen Schritt, den Petrus gehen muss, wenn Gott ihn einlädt und sagt, hör mal, mein Freund, möchtest du auch auf dem Wasser laufen? Und wir uns das ganz häufig in unserem Herzen wünschen und sagen, Gott, genau das würde ich mir so gerne wünschen, dass ich deine Kraft in meinem Leben sehe, wie du mich befähigst, die Dinge auf deinem Level, auf deinem Niveau zu tun, übernatürlich in meinem Leben tatsächlich deine Kraft freigesetzt zu sehen. Und Gott sagt, das darfst du, das sollst du, das kannst du, dafür habe ich alle Vorkehrungen getroffen, nur du musst das Seil durchschneiden. Solange du die Kontrolle behalten willst, solange bin ich nicht der Chef. Und hier liegt die Herausforderung, dass wir der Chef sein wollen. Mit unserem Karrierestreben, mit unserer Menschenfurcht, mit unseren egoistischen Wünschen, mit unseren finanziellen Abhängigkeiten. Wir haben unseren Rahmen geschaffen. Gott, ich habe meinen Rahmen der Sicherheiten geschaffen und wenn du was von mir willst, in meinem Rahmen ja, aber sonst bitte nicht. Und Gott sagt, ich mache so nicht mit, ich bin nicht kleinkariert, ich bin nicht spießbürgerlich, ich bin nicht so. Sondern wenn du lernen willst, die Dinge zu bewegen, wie ich sie bewege, bitte schneid deine Stricke durch. Ich weiß, wie das war, als Gott zu mir redete und ich kann mich an all die Sprüchemacher erinnern. Hey, du hast doch eine Karriere vor dir. Willst du diese guten Berufschancen außer Kraft setzen, um dich auf ein Leben einzulassen, um Pastor zu werden?
nicht genug zum Leben, zum Sterben, irgendwie auch nicht reichlich genug. Du könntest ganz was anderes machen. Ja, ich kann mich noch an meinen Mentor erinnern, der meiner Mutter stundenlang in den Ohren lacht und sagt, Frau Brandner, lassen Sie Ihren Sohn bloß nicht auf dieses theologische Seminar. Sie versauen den Kerl, was könnte der werden? Und meine Mutter sagte, was ist der Maßstab? Worum geht's? Ist der Sinn des Lebens, eine Menge Knete zu verdienen, einen ordentlichen Posten zu haben? Oder ist der Maßstab, den Willen Gottes zu tun? Wenn du an die sogenannten Ziele für deine Kinder denkst, denkst du daran, dich zu fragen, Gott, was ist wirklich das Wichtigste, was aus meinen Kindern werden könnte? Oder ist dein Gedankengang, hoffentlich sind sie dann finanziell abgesichert? Und dann merkst du, wer den Maßstab setzt. Setzt Gott den Maßstab oder setzen wir wieder den Maßstab? Wenn wir sagen, Gott, wir möchten so gerne Gemeinde Jesu bauen, dann gehen wir davon aus und sagen, okay, lass uns einen Pastor irgendwie engagieren. Oder gehen wir davon aus, dass wir sagen, Gott, bitte bau durch mich mindestens eine Hauszelle und durch meine Hauszelle mindestens noch drei andere. Was ist der Maßstab? Wenn du betest, Gott, beweg mich, meinst du damit, beweg den Nachbarn oder meinst du wirklich dich? Was ist das, was du betest, wenn du sagst, Gott, wir wollen Weikersheim und Hohenlohe, Halleluja, du liegst davor und Gott sagt, das finde ich super, geh. Ja, also so habe ich das ja nicht gemeint. Was ist der Maßstab? Gott, natürlich diene ich dir, wenn ich mit meiner Karriere weitergekommen bin, wenn ich noch Zeit habe neben meinen ganzen Terminen, dann diene ich dir auch irgendwann. Und Gott sagt, ey, was ist der Maßstab? Was ist der Maßstab? Ballons voll mit Kraft Gottes, die immer noch am Boden sitzen, weil sie die Seile nicht durchschneiden. Und Gott sagt, hey, ich würde so gerne was tun. Kann ich aber nicht. Und Gott wird nicht hingehen und das Seil durchschneiden. Dazu hat er dich gesetzt, mit einem freien Willen, dass du Entscheidungen triffst. Du sagst, Herr, ich will Nachfolge. Ich will nicht Nachfolge nach meinem Schema, sondern ich will Nachfolge nach deinem Schema. Und das ist spannend, wenn du das liest in der Bibel. Da kommen die Leute zu Jesus und sagen, Herr, ich würde dir auch nachfolgen. Aber wie geht die Geschichte weiter? Zuerst, genau, zuerst, Gott, also ich folge dir schon nach, also ich bin nicht grundsätzlich abgeneigt, ein guter Christ zu werden, aber Gott, ich habe so ein paar Bedingungen, also zuerst mal muss die Rente stimmen und dann muss das Familienleben garantiert sein und dann müssen die Absicherungen alle da sein und wenn das alles stimmt, Gott, dann komme ich irgendwann auch nochmal und folge dir richtig nach. Was ist die logische Antwort, die Jesus ihm gibt? Ey, untauglich fürs Reich Gottes, reicht nicht. Du hast es nicht verstanden. Du bist kein Nachfolger, sondern du bist bestenfalls ein Gottesdienstbesucher. Aber ein Nachfolger bist du nicht. Weil ich bin nicht wirklich die Nummer eins. Und Nachfolger hat was damit zu tun, dass wir genau diese Frage wirklich ernsthaft klären. Jesus fragt dich, liebst du mich genug, um mir wirklich zu dienen? Liebst du mich genug, um mich wirklich an die erste Stelle zu setzen? Jesus fragt dich nicht, liebst du dich genug, damit ich dir dienen soll, sondern liebst du mich genug, um mir zu dienen? Hier liegt der Verantwortungsschlüssel. Und ich weiß das, Leute sagen das zu mir immer wieder. Und ich spüre, wie wir da gegen eine riesen geistliche Macht ankämpfen müssen. Die sagen zu mir, wieso, was willst du denn? Ich bin doch ein Christ, oder? Und ich liebe Jesus. Und ich halte sogar meine stille Zeit regelmäßig. Und sei ehrlich, Pastor, wenn ich kann, bin ich im Gottesdienst, oder? Also bin ich ein Christ oder nicht? Und Jesus sagt zu dir, du bist bestenfalls ein Veranstaltungsbesucher, aber ein richtiger Christ bist du nicht. Sei ehrlich, du bist ein Veranstaltungsbesucher. Aber ein Nachfolger Jesu, das ist was anderes. Und ich bin mal dazu übergegangen und habe das mal so nebeneinander gestellt und mich gefragt, wo würde ich denn denken, ist der Unterschied? Das Hauptgebot Jesu an seine Gemeinde ist welches? In Matthäus 28, da heißt es, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, darum geht ihr hin und macht
zu Jüngern alle Völker. Das steht nicht, und macht sie zu Gottesdienstbesuchern. Das steht auch nicht, macht sie zu Veranstaltungshoppern. Das steht auch nicht, macht sie zu Leuten, die immer um sich selber drehen. Herr, segne mich, mir, meiner, mir, die vier Heiligen. Das steht da nicht. Sondern der Auftrag Gottes ist völlig anders. Er sagt, macht sie zu Jüngern, deswegen bist du hier. Das ist deine Hauptberufung. Da steht noch nicht mal, mach sie zu Gläubigen. Was ist denn ein Gläubiger im landläufigen Sinne? Ein Mensch, der verstanden hat, dass er ein Sünder ist, der Vergebung von Jesus genommen hat, der Gewissheit seiner Errettung erlangt hat und der jetzt für sich seine Jesus-Beziehung pflegt. Das ist ein Gläubiger. Du sagst, hör mal, das klingt doch nicht so schlecht, oder? Ich habe auch nicht gesagt, dass das schlecht klingt, aber es ist nicht das, was Gott wollte. Sondern was bedeutet es denn, ein Jünger zu sein? Das bedeutet doch nicht, dass ich damit zufrieden bin, wenn ich mich um mich selber gedreht habe und den lieben Heiland als geistliche Überversicherung erwischt habe. Das war's doch nicht. Sondern jetzt geht's doch erst los, wenn du den Herrn Jesus tatsächlich als deinen Retter verstanden hast und angenommen hast und auch seine Liebe und Vergebung empfangen hast und spürst, wie der Schrott raus ist und das Leben frei geworden ist. Ihr Lieben, dann geht's doch erst los. Das kann doch nicht sein, dass dann die Ego-Zirkel-Geschichte beginnt. Das war's und jetzt drehe ich mich um mich selber, hoffentlich komme ich im Kreiselsystem in den Himmel. Leute, das wird nicht so funktionieren. Niemand wird nach der Bekehrung auf einen Roll, ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Flughafen wart. Da gibt es so Laufbänder, da stellt man sich rauf und dann schupp, bringt sie nach vorne. Und manche Leute glauben, genauso geht es beim Herrn. Ich bin bekehrt, ich habe Jesus angenommen und jetzt geht es auf die Rolltreppe zum Himmel. Ja, stehen bleiben, festhalten, irgendwann kommen wir an. Das kannst du getrost in die Tonne packen, das läuft so nicht. Sondern die Bibel redet von einem Weg. Und weißt du, was man auf einem Weg machen muss? Selber die Füße bewegen. Da wird dich keiner hochtragen. Ihr Lieben, das ist, was ich manchmal befürchte. Ich hatte neulich, als ich im Gebet war über Kinder und Jugendliche und Gemeinde und Familie, hatte ich einen ganz komischen Eindruck. Ich sah einen Kinderwagen, den man auf eine Rolltreppe geschoben hat. Und ich sah im Hintergrund, in diesem geistlichen Bild, sah ich Eltern, die immer beteten. Aber weißt du, was sie nicht machten? Die nahmen ihre Kinder nicht aus diesem Kinderwagen und sie brachten ihnen nicht bei, wie man läuft. Sie haben die gebetet und gehofft, dass dann der Rollstuhl, hätte ich beinahe gesagt, diese Rolltreppe sie nach oben bringt. Das kannst du getrost lassen. Wenn du glaubst, dass du mit Gebet deine Kinder zum Himmel bringst, vergiss es einfach. Sondern was brauchst du, damit deine Kinder lernen, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Du musst ihnen was beibringen? Wie man läuft, wie man kämpft, wie man bereit ist, das Leben mit Jesus wirklich anzupacken. Spar dir mindestens 70% deiner frommen Gebete und lehre sie, was es bedeutet, durch dein Leben, wie man wirklich ein Nachfolger und ein Kämpfer Jesu Christi wird. Und du hast eine Menge Gutes getan. Frommes Gebet rettet niemand. Was wir brauchen, ist, dass Gebet und Lebensstil miteinander verknüpft werden. Und hier liegt eine Riesenverantwortung. Lieber Papa, liebe Mama, bete, wenn du beten kannst. Aber lehr deine Kinder, zeig ihnen, wie man ein Nachfolger Jesu Christi wird. Ich möchte dir was zeigen, was das bedeutet, wenn man beginnt, seinen Kindern wieder beizubringen, was es bedeutet, ein Nachfolger Jesu zu sein. Was sollen die Kinder an meinem Leben sehen? Was sollen die geistlichen Kinder in unserer Gemeinde an dir, der du Ältester oder der du Diakon oder irgendein Verantwortlicher der Gemeinde bist, was müssen sie an dir sehen? Paulus schreibt es an Timotheus. In 2. Timotheus 3, Vers 10, da sagt er, folgt mir nach. Und jetzt geht's los. Du bist aber meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, also meiner Vision, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, mein Leiden und so weiter. Hey, was ist der gefolgt?
Der hat den Kampf gesehen, den da der geistliche Vater gekämpft hat. Der hat gesehen, dass der sein Leben einsetzt, um die Sache Gottes nach vorne zu bringen. Ich möchte dich was fragen. Wann haben deine Kinder das letzte Mal gesehen, dass du dein Leben eingesetzt hast, um die Sache Jesu nach vorne zu bringen? Oder haben sie gesehen, wie du fröhlich dein Ego-Zirkel lebst? Mach dir keine Illusion. Weißt du, was sie tun werden in ihrem Leben? Sie werden auch ihren Ego-Zirkel frönen. Da kannst du noch 100 Jahre beten. Die werden genau das nachmachen. Ihr Lieben, das wird in unserer Gemeinde nicht anders laufen. Was wir den Leuten vorleben, die zu uns kommen, das werden sie nachmachen. Und wenn sie an uns sehen, dass wir bereit sind, mit aller Kraft zu leiden, dass das Evangelium vorwärts geht, weißt du, was sie verstehen werden? Hey, so läuft's. Das ist Nachfolge. Da kommt was bei raus. Verstehst du das? Paulus macht das total klar. Und er sagt, ich möchte nicht irgendwelche frommen Gottesdienstbesucher züchten. Ich möchte Nachfolger erziehen und heranbringen. Und habt ihr das gehört? Ich höre das manchmal, Leute sagen das zu mir. Weißt du, wir brauchen mehr Lehre. Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Lehre mit H. Aber oft heißt Lehre mit H die Tendenz, wie Lehre mit 2E zu werden. Wenn was nicht passiert. Hör mal, was hier steht. Volk meiner Lehre. Und jetzt kommt's. Meinem Lebenswandel. So, wenn die Lehre nur aus Sprüchen besteht und der Lebenswandel nicht nachfolgt, dann brauchst du den Leuten nichts erzählen. Und dann kommt meine Vision. Hast du eine echte Vision von Gott für das, was du aus deinem Leben machen sollst und aus dem, was du aus deiner Familie machen sollst? Hast du eine Vision, die dich wirklich bewegt von Gott? Ist die Frage, die wir uns als Gemeinde immer wieder stellen. Was bewegt uns wirklich? Und wenn du diese Vision hast, denk an deine Ranger-Kinder. Was für eine Vision als Leiter oder Co-Leiter oder was auch immer verantwortlich in deiner Hand liegt, was für eine Vision lebst du in diese Kinder rein? Papa, Mama, was für eine Vision gibst du deinen Kindern mit? Was geben wir unseren Enkeln? Was legen wir rein? Was bewegt uns von Gott her? Mein Glauben. Hey, können die Kinder das sehen, dass du wirklich ein Mann des Glaubens bist, eine Frau des Glaubens? Er sagt, ist mir ganz egal, Gottes Sache geht vor. Hey Papa, aber es ist noch so viel Arbeit, Gottes Sache geht vor. Zuerst wird Gott gedient. Und mit Mal denken die, was ist denn mit unserem Vater los? Weißt du, was die Kinder übernehmen werden? Zuerst kommt die Sache Gottes und dann kommt der Rest. Das haben sie gesehen. Bei den meisten erleben sie genau das Gegenteil. Was ist der Glaube, den du ihnen vorlebst? Ey, mach keine Sprüche. Lass dein Lebensvorbild sichtbar werden. Du, der du jugendlich bist und sagst, hey, habe ich aber so nicht erlebt bei mir zu Hause. Nimm es nicht als fromme Entschuldigung, dann fängst du damit an. Präg eine neue Generation und ruh dich nicht auf den Fehlern der Alten aus. Das ist eine billige Machart. Hey, wir sind gerufen und Gott ruft dich und mich und das ist gewaltig. Ein Jünger, ich habe versucht, das mal zu definieren. Was ist für mich ein Jünger? Ist jemand, der hat die Liebe und den Charakter Jesu. An dem siehst du Jesus, an dem siehst du, dass ein Ziel für ihn maßgeblich ist, nämlich Jesus zu dienen und Jesus ähnlich zu werden. Und diesem Ziel dient er mit allem, was er hat. Und diesem Ziel ordnet er am Ende auch den Rest unter. Alles, was diesem Ziel nicht dient, wird rausgekickt. Was sagt Jesus zu seinen Leuten, als sie ihn fragen, als er sie fragt, folgt mir nach? Was sagt er zu denen? Er sagt zu denen, verlass das, was du bisher gemacht hast. Stell dir mal vor, Gott würde das zu dir sagen. Halleluja, ha? Endlich sich nicht mehr ums Haus kümmern müssen. Der Garten bestellt sich von alleine. So. Stell dir das mal wirklich vor. Würde da bei dir der Herzkasper ausbrechen? Wir sagen das natürlich, Herr, wir dienen dir. Hast du dir mal überlegt, was das für einen Mann wie Petrus bedeutete? Der hängt das Fischereigewerbe am Nagel? Macht das Geschäft zu, bei Zachäus noch viel mehr.
Der war Zolleinnehmer, das heißt, er hatte eine Goldgrube. Alles musste an ihm vorbei und neben dem, was er das für die Römer einsammelte, sammelte er mindestens noch 5% für sich ein. Also das Geld lief einfach nur rein, du musstest gar nicht wirklich denken. Was Besseres konnte dir nicht passieren. Und was sagt Jesus zu ihm? Komm und folg mir nach. Und dann steht da, und er verließ alles, was er hatte und folgte Jesus nach. Da war die Karriere vorbei, da war das Geldscheffeln vorbei, da war die soziale Stellung vorbei, da war alles mit einem Schlag dahin. Und er folgte Jesus. Oh, weißt du, Bruder, wenn ich wirklich Jesus dienen will und mich taufen lasse, dann könnte ich vielleicht meinen Job nicht mehr ausüben. Jo, kann passieren. Halleluja. Stimmt. Hä? Oder? Okay, Herr, weißt du, ich schieb das einfach mit dem Gehorsam noch ein bisschen auf. Herr, wenn ich mal irgendwie was anderes mache, dann werde ich auch noch mal gehorsam. Aber im Moment ist das einfach... Verstehst du, worum es geht? Hier ist der Punkt. Wissen Sie, kommt der Chef zu dir, ich habe Sie vorgeschlagen für die nächste Beförderung. Das würde aber bedeuten, dass Sie jeden Freitag und jeden Samstag arbeiten müssen. Oh, ich glaube, ich mache Ranger. Naja, ich glaube, Ranger sind nicht mehr dran. Verkauf alles, was du hast, stimmt. Halleluja. Aha. Und sag dem Chef, wissen Sie was? Befördern Sie, wen Sie wollen. Zu den Konditionen kann ich nicht einsteigen. Verstehst du, worüber wir reden? Wir reden über Nachfolge. Wir reden über die Dinge, die tatsächlich auf uns zukommen werden. Liebe Freunde, macht euch da mal keine großen Illusionen. Wir werden in unserem Land noch sehr klar uns entscheiden müssen, wer ist wirklich der Chef. Das wird so weit gehen, dass wenn die das tatsächlich mit der Sonntagsarbeit durchkriegen, du dich entscheiden wirst, wer ist der Chef. Und mit dem Mal hast du eine richtige Herausforderung. Zu sagen, ey, wem diene ich hier eigentlich? Diene ich dem Kommerz und diene ich irgendwelchen Leuten oder ist Jesus immer noch der Chef? Ihr müsst mal in die alte Antike gehen, als die Christen gesagt haben, nee, am Sonntag arbeiten wir nicht. Die haben für diese Entscheidung oft auf dem Scheiterhaufen sich wiedergefunden. Wurden in die Arena geschmissen wegen so einer scheinbar läppischen Sache, aber weil sie gesagt haben, wir wollen dem staatlichen System nicht dienen, sondern Jesus ist der Chef. Und dreht euch, wie ihr wollt, aber das ist unsere Linie. Freunde, da kommen spannende Zeiten auf uns zu. Und mal kannst du dich ernsthaft fragen, ey, wem folge ich eigentlich nach? Wer gibt die Bedingung vor? Wir merken, Jüngerschaft und Nachfolge Jesu Christi hat nichts mit dem geruhsamen Sonntagsschlaf im Gottesdienst zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass Jesus richtig der Chef ist. Wenn Jesus der Chef ist, könnte das auch bedeuten, dass du rechtzeitig ins Bett gehst, damit du fit bist im Gottesdienst. Wenn Jesus der Chef ist, könnte das bedeuten, dass du deine Zeit neu und bewusst überdenkst und sagst, Jesus, wo ist wirklich der Schwerpunkt? Merkt ihr was? Das hat was mit dem Gesamtbreite zu tun. Und ich persönlich bin mehr und mehr in meinem Inneren überzeugt, dass wir deshalb unser Land nicht erreichen, weil wir diese Prinzipien von Jüngerschaft nicht mehr leben. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Ich glaube, hier liegt der Schlüssel. Ich las einen Missionsbericht, der hat mich erschüttert. Der kommt aus unserer Bewegung, allerdings ein paar Jahrzehnte zurück. Und dort reflektiert ein alter Missionar, was er auf dem Missionsfeld in Afrika wirklich zustande gebracht hat. Der Missionsdirektor war da und die beiden sitzen am Tisch und sie denken darüber nach, was habe ich erreicht. Und der alte Mann sagt, ich habe einige Versammlungen, ich habe den Leuten gepredigt, ich habe die Bibelstunden gehalten, ich habe all die verantwortlichen Aufgaben erledigt. Und wenn ich jetzt gehe, mache ich mir Sorgen, ob das Werk bestehen bleibt oder nicht.
Weil wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob die Leute das, was ich ihnen immer gepredigt habe, ob sie das auch umsetzen werden. Aber, sagt er, ich hatte einen jungen Mitarbeiter. Und dieser junge Mitarbeiter, der war immer rebellisch. Wenn ich ihm gesagt habe, er soll das machen wie ich, große Veranstaltungen, große Versammlungen, und da soll er predigen und die Leute belehren und so weiter, dann hat er immer gesagt, nee, das macht er nicht. Alles, was der die letzten 20 Jahre gemacht hat, ist, der hat sich immer mit 2, 3, 4 jungen Männern getroffen und denen hat er immer Jüngerschaft beigebracht. Ich gehe jetzt vom Missionsfeld. Ich weiß nicht, ob die Gemeinden umsetzen können, was ich ihnen gepredigt habe. Und jetzt kommt der Bericht von ihm. Aber von meinem Mitarbeiter John muss ich sagen, einer dieser Leute, die er zu Jüngern gemacht hat, ist mittlerweile Professor an der Uni. Und dieser Mann zieht jeden Sonntag Hunderte von Studenten ins Reich Gottes. Ein weiterer von Johnnys Männern leitet ein Evangelisations- und Jüngerschaftsteam und sie haben mittlerweile 400 Gruppen im Land aufgebaut. 3 sind als Missionare in andere Länder gegangen und leiten andere Teams zur Jüngerschaft in diesem Land ein. Wenn ich den Dienst von Johnny angucke, dann hat der in den 20 Jahren 1000-fache Frucht gebracht, während ich nicht weiß, ob unsere 10 Gemeinden überleben. Wo lag der Unterschied? Der eine hat Jünger gemacht und der andere Gottesdienstbesucher. Was machst du? Wir brauchen keine Veranstaltungschristen. Wir brauchen Jünger. Jesus hat es betont. Mich hat fasziniert, was Dawson Trotman sagt. Dieser Mann kommt aus der evangelikalen Szene. Hat ein Werk angefangen, das heißt heute Navigatoren. Vielleicht hast du das schon mal irgendwo gehört. Bringen viel Material raus. Und diesem Mann fasziniert mich seine Berufungsgeschichte. Er war 1934 mit seinem Auto unterwegs und er sieht einen Anhalter. Und er nimmt diesen Anhalter mit. Und was ihm an diesem jungen Mann auffällt, ist, der flucht und schimpft ohne Ende über alles Mögliche. Und irgendwann ist diesem Dawson Trotman das zu viel. Er greift in die Tasche und sagt, hör mal, mein Freund, bevor du hier weiter meine Luft im Auto verpestest, lies mal das hier. Und er liest dieses christliche Traktat, dreht sich plötzlich im Auto um, guckt diesen Typ an und sagt, hey, ich kenne sie. Weil so einen Zettel habe ich schon mal vor einem Jahr bekommen. Und mit einem Schlag fällt es diesem Dawson Trotman ein und er sagt, sie habe ich schon mal im Auto mitgenommen, stimmt's? Genau, sagt der junge Mann. Und dann haben wir an so einem Parkplatz gehalten und dann haben sie für mich gebetet und sie haben mir so einen frommen Vers mitgegeben. An den Vers konnte er sich noch erinnern. Und Dawson Trotman schreibt, er hatte ihm diesen Vers mitgegeben in Philipper 1, Vers 6. Ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi. Der junge Mann guckt ihn an und sagt, da steht auf diesem Zettel, dass Gott das gute Werk anfängt und er führt das zu Ende. Aber bei mir hat es nicht funktioniert. Und Dawson Trotman geht nach Hause mit diesem Erlebnis völlig erschüttert in seinem Bild, weil er dachte, wenn ich die Leute zu Jesus geführt habe, dann geht das Ding schon von alleine irgendwie weiter. Aber ganz offensichtlich war das ein Trugschluss. Und so begann er, die Leute, die er im letzten Jahr zu Jesus geführt hatte, er begann sie zu besuchen, um zu sehen, wie weit sie gekommen waren. Und er erlebte überall das gleiche Resultat wie bei diesem jungen Anhalter. Diese Typen waren kein einziges Stück gewachsen, sondern am Ende waren sie irgendwann wieder abgesumpft und zurückgegangen. Und plötzlich schlug das wie eine Bombe in seinem Kopf ein. Was nützen all diese Leute, die ich irgendwie mit dem Evangelium versorge, wenn ich nicht dafür sorge, dass sie jünger werden? Und das bringt den Durchbruch für ihn und seine Arbeit und er beginnt mit dieser Arbeit, die man Navigatoren nennt. Leute, die andere in Jüngerschaft reinführen. Und ihr Lieben, wir können mal über unser eigenes Leben nachdenken. Wie lange wir Christen sind, wie lange wir gläubig sind und oft die Grundprinzipien der Nachfolge nicht verstanden haben.
Und das schlicht und ergreifende Resultat liegt worin? Wir haben nicht Jüngerschaft gelernt. Und es gab ganz offensichtlich niemanden, der dachte, dass er für uns zuständig ist, uns zu Jüngern zu machen. Und hier liegt das Riesendilemma Gottes, dass wir irgendwas grundsätzlich verwechselt haben. Dass wir denken, wir müssen die Gemeinde Jesu bauen. Aber wisst ihr was, das müssen wir nicht. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Aber was sagt er uns? Uns sagt er, ihr macht zu Jüngern. Für die Jüngerschaft sind wir zuständig. Die Gemeinde kann der Herr viel besser ohne uns bauen. Das kriegt er gut hin. Wir haben einen völlig anderen Schwerpunkt, nämlich Jünger zu machen. Da liegt der Schlüssel. Und jetzt denk über diesen Traum nach, den Gott hatte. Jesus gibt seinen Jüngern diesen Traum weiter und sagt, wirkt so lange, bis ich wiederkomme, sodass das Evangelium bis in alle Nationen gepredigt wird. Ja, Matthäus 24 ist da super. Und wir stehen da und wir sagen uns, hey Jesus, das klingt toll. Sag mal, wie das funktionieren soll. Und wisst ihr, wie die Antwort Jesu lautet? Leb einfach Jüngerschaft. Was machte Jesus neben seinem Predigtdienst? Er kümmerte sich um drei, Johannes, Jakobus und Petrus, das war so der engste Kreis. Dann hatte er 12 Jünger. Dann gab es noch eine Truppe von 70 und dann gab es noch eine Frauengruppe, interessanterweise. Sehr spannend. Das waren die Leute, in die Jesus seine 3 Jahre investierte. Und er machte sie zu Jüngern. Und er glaubte, dass wenn diese Jungs das Prinzip von Jüngerschaft an die nächste Generation weitergeben und die auch wieder 2, 3 Jahre schulen, dass die nächste Generation zu Jüngern machen. Und wenn das einfach in Folge funktioniert, werden wir die Welt erreichen. Das ist ein simples mathematisches Beispiel. Stell dir das vor, ich habe das mal versucht durchzurechnen. Du nimmst dir 3 Leute und sagst, hey, 2,5 Jahre lang will ich denen alles beibringen, was ich weiß und was ich lebe und was ich von Gott kann. Nach 2,5 Jahren nehmen diese 4, ihr seid ja mit 3, du und 3 Leute sind 4, nehmen die wieder 4. Dann bist du schon wo? Bei 16. In 10 Jahren, also 4-mal sich multipliziert, bist du bei 256 Jüngern. 10 Jahre lang, kontinuierlich, einer hat angefangen und einfach nur Jünger gemacht, mehr nicht. Ist der bei 256. In 20 Jahren ist derselbe Mensch bei 65.536. Warum? Weil ein einziger das Prinzip von Jüngerschaft konsequent umsetzt. Jetzt denk drüber nach, wie lange wir als Gemeinde hier schon existieren. Dann überleg mal, was hätte passieren können in 20 Jahren, wenn wir tatsächlich Jüngerschaft zum Hauptprinzip unseres Wachstums gemacht hätten. Was hätte passieren können? Denk darüber nach, was noch passieren kann, wenn wir damit loslegen. Und Gott hat immer an dieses Prinzip geglaubt. Und wenn du das auf 50 Jahre hochrechnest, dann weißt du, warum Jesus geglaubt hat, dass in einer Generation die gesamte Welt erreicht werden kann. In einer Generation. Wenn du das auf 40 Jahre hochrechnest oder 50, fertig. Gibt es keinen mehr, den wir nicht erreicht hätten. Wir brauchen maximal eine Generation. Denk gut drüber nach. Gott hatte noch nie Mühe, die ganze Welt zu erreichen. Weißt du, wo er Mühe hatte? Leute zu finden, die Jünger sein und Jünger machen wollten. Das war immer Gottes Problem. Wir machen so gerne alles Mögliche, aber wir gehen am Hauptanliegen Gottes vorbei. Und hier liegt unsere Herausforderung, die du für dein Leben hast. Und die kannst du nicht an irgendwen delegieren, weil dieser Auftrag gilt jedem, der Christ geworden ist. Mach zu Jüngern. Ich war fasziniert. Ich habe den Ralf Pachner getroffen. Ralf war ehemaliger Gebietsleiter, was war er, Regionalleiter? Irgendwas war er. Bei den Rangern.
Ralf hat eine kleine 8-jährige Tochter. Diese kleine 8-jährige Tochter liebt Jesus. Was hat sie gemacht? Sie hat 11 ihrer Mitschülerinnen zu Jesus geführt, in die Ranger-Gruppe gemacht und betreut 2 davon und macht sie zu Jüngern. Und Ralf sagt, du, mir tränt das Auge, wenn ich sehe, wie die da in ihrem Zimmer sitzen und die Bibel lesen und miteinander beten und für ihre Lehrerin beten und für ihre Mitschüler beten und die in die Gemeinde reinzockeln. Er sagt, ich stehe da, ich bin blind, ich denke, das kann nicht wahr sein. Hey, Jüngerschaft ist keine Frage davon, dass du erst 50 Jahre alt werden musst. Jüngerschaft ist keine Frage davon, dass du irgendwie dir einen Doktortitel in Theologie anschaffen musst. Jüngerschaft ist eine Frage deines Herzens. Die Frage ist, ob du loslegen willst. Jesus hat begonnen und darüber möchte ich einfach ein paar Worte verlieren. Jesus schaute sich Leute an und dann berief er sie. Weißt du, was passieren muss, damit der Jüngerschaftsprozess in Gange kommt? Gott braucht mindestens einen, der bereit ist, sich in andere zu investieren. Mehr nicht. Auf Deutsch, Gott braucht dich. Du betest und sagst, Herr Jesus, ich würde gerne gehorsam werden und ich möchte gerne andere zu Jüngern machen. Und dann sagt der Herr, großartig, das wollte ich schon immer. An mir liegt's nicht. Und dann betest du und weißt du, was passiert? Wenn du betest, dann gibt Gott dir eine Last für jemanden. So wie das bei Jesus auch war. Und dann sagt er, hey, geh mal hin und frag ihn, ob er nicht ein Jünger werden möchte. Und dann musst du gucken, was passiert. Auf einem Jugendtag musste ich darüber lachen. Da stand der Jürgen Opitz vorne, der leitet, ist einer der Mitleiter vom Landesjugendwerk. Und dann sagt er, dass ich heute hier stehe, verdanke ich der Küche von Matthias. Und ich denke, hä, was kommt denn jetzt? Dann sagt er, ein Kumpel von mir, der brachte mich zu Matthias. Und dann saßen wir da jeden Dienstag beim Armbrot. Dann haben wir die Woche besprochen und dann habe ich erzählt, was bei uns zu Hause alles nicht geht, weil meine Eltern überhaupt keine Christen sind und was in der Schule alles für ein Theater ist. Und am Ende haben wir dann gebetet und dann sind wir am Samstag zusammen auf die Straße gezockelt und irgendwann musste ich eine Jugendstunde halten und wusste gar nicht wie. Er sagte, und heute stehe ich hier. Warum? Weil jemand bereit war, in mich Zeit zu investieren, um mich zum Jünger zu machen. Und ich dachte, gelobt sei das Armbrot. Es war ganz simpel. Das war nicht besonders gut. Ich habe nicht empfunden, dass ich ihm so die größten Lebenswahrheiten aller Zeiten vermittelt habe. Ich habe ihm einfach vermittelt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und das in seinen Alltag umzusetzen. Und dann haben wir das zusammen geübt und das war's. Da ist der Schlüssel. Das kriegst du auch geregelt, stimmt's? Das kann jeder, der eine Weile mit Jesus im Geschäft ist. Die Frage ist, ob du dich darauf einlassen willst. Jesus wusste, dass das nicht einfach damit getan ist, dem anderen eine fromme Predigt zu halten, sondern das würde bedeuten, das Leben miteinander zu teilen. Vergessen Sie diesen Typ, der zu uns kam, nachdem er sich bekehrt hatte und jeden Tag um 11 Uhr bei uns klingelte. War Paketzusteller, der Bursche. Und dann klingelte der jeden Tag, wenn er fertig war mit seiner Schicht. Setzte sich bei uns ins Wohnzimmer, ja, zur Freude meiner Frau. Nein, nicht wirklich. So nach einem halben Jahr war das richtig lästig. Und er saß da jeden Vormittag. Und dann kam er mit dem Spruch um die Ecke, weißt du, ich war ja beim Taekwondo und da gab es immer einen Meister und den Schüler und bei uns in dem christlichen Bereich bist du das ja und jetzt komme ich und wenn ich alles gelernt habe, dann gehe ich wieder. So war jeden Tag war der da.
Es war brutal. Aber soll ich dir was sagen? Wenn ich irgendeinen gesehen habe, der umgesetzt hat, was ich gemacht habe, dann der. In einer viel radikaleren Form, wie ich das je gemacht hätte. Ich konnte zugucken, wie der die Dinge Gottes begriffen hat. Und ich war fasziniert. Was passierte? Es passierte dieses ganz simple Prinzip von Jüngerschaft. In Babenhausen sitzt ein Typ, der heißt Jocham mit Nachnamen. Ich weiß noch, wie der zu uns kam, in die Jugend und dann später zu uns nach Hause. Und ich dachte, David, was ist das denn für ein Chaot? Das, oh du liebe Zeit, wo haben sie den denn freigelassen? Es dauerte nicht lange. Und Gott fing an, sein Herz zu verändern. Und dann fing er an, alle seine Kumpels irgendwie mit dem Evangelium zu traktieren. Und dann konntest du zugucken, wie die Kreise sich bildeten. Und heute sitzt er in der Gemeinde und macht seinen Job ordentlich. Warum? Da war irgendwann irgendeiner, der bereit war zu sagen, lass uns doch in den Kerl investieren. Was könnte passieren, wenn du das in dein Herz nimmst und sagst, hey, lass uns das tun, wie Jesus das gemacht hat. Ja, das stimmt. Vielleicht kostet es dich einen Nachmittag. Du hast recht, das könnte dich auch zwei Nachmittage kosten. Aber sei ehrlich, ob du nur die letzte Doku-Soap guckst oder wirklich was Ordentliches machst, dann hast du wenigstens was Gescheites angestellt mit der Zeit. Und wenn du dann siehst, wie diese Menschen sich verändern und mehr Jesus-Charakter reinkommt und du entdeckst, was es bedeutet, andere zur Fruchtbarkeit ranzuführen und diesem Prinzip Gottes zu dienen, hey, dann merkst du plötzlich, dass aus deinem Leben heraus Frucht entsteht. Und ihr Lieben, was hat Jesus zu uns gesagt? Wenn wir in ihm bleiben, dann werden wir Frucht bringen und was bleibt mit der, diese Frucht wird am Ende bleiben. Und darum geht es doch in deinem Leben, oder? Was nützt es dir, da oben beim Chef anzukommen? Und er sagt, hey, was hast du gemacht? Und du sagst, oh, ich war immer in der Gemeinde. Und was rausgekommen? Nix, aber immerhin, ich war da. Ja, super. Das wär dramatisch. Aber was ist, wenn du sagen kannst, Herr, schau dir mal meine Frucht an. Und die können alle sagen, ey, das war unser Papa. Der hat uns das beigebracht. Und weil der uns das beigebracht hat, deswegen haben wir das den Nächsten beigebracht. Und mit mal wird die Schar immer größer. Warum? Dieser Gedanke, dieses Herzensanliegen Gottes blieb in deinem Herzen. Macht sie doch zu Jüngern. Bei uns, bei den Rangern, mach sie nicht zu Rangern alleine, sondern mach sie zu Jüngern. In der Sonntagsschule, bitte, mach sie nicht zu frommen, bekehrten Kindern, die alle Bibelverse auswendig können. Ich habe nichts gegen auswendig gelernte Bibelverse. Aber Freunde, wenn das einfach nur theoretischer Buchstabe im Kopf ist und nicht gelebtes Leben der Nachfolge, dann werden uns diese Kinder irgendwann sagen, weißt du was, ich habe von diesem frommen Zeug so die Nase voll. Weil in meinem Leben setzt sich das kein Stück um. Mach sie zum Jünger. Teil mit ihnen das Leben, dass sie lernen, in ihrem Alltag Jesus umzusetzen. Da ist das ist der Schlüssel. Bei uns in der Jugend ist genau dasselbe. Bitte, ich bete, dass Gott uns bewahrt, dass wir fromme Leute ranzüchten, sondern dass wir Leute heranbringen, die echte Jünger sind. In unseren Hauszellen ist es genau dasselbe. Bitte, lass es nicht zu einer theologischen Fakultät werden, wo dolle Weisheiten miteinander geteilt werden, sondern wo das Leben Jesus-Prägung kriegt und wir reinkommen und Jesus-Ähnlichkeit bekommen. Und wir zu Jüngern werden und dieser Prozess sich umsetzt in deine Ehe, dass deine Frau ein Jünger wird, dass ihr in euren Kindern Jünger seht, dass ihr lernt, eure Nachbarschaft mit Jüngerschaft zu berühren. Darum geht's doch. Macht zu Jüngern alle Völker. Das ist Gottes Anliegen. Vielleicht sagst du, ja, würde ich gerne. Halleluja. Dann würde ich dir raten, bet mal eine Runde, bis dir jemand auf dein Herz kommt. Oder du erlebst das, wie ich das oft auch erlebt habe, irgendwelche Jünger melden sich einfach bei dir an. Das ist auch eine spannende Geschichte. Wie auch immer,
Fang an, dich zu fragen, in wen investiere ich das, was Gott mir geschenkt hat. Ich schließe mit dieser Stelle in 2. Timotheus 2, Vers 2, die diesen Gedanken absolut stark rüberbringt. Da sagt Paulus, was du von mir gehört hast, sagte zu Timotheus, das vertrau treuen Leuten an, die wiederum andere lehren werden. Der geistliche Papa Paulus gibt es an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Timotheus gibt es an die Nächsten, die er zu Jüngern macht. Und die geben es wieder an die Nächsten. Und mit einem Mal kommt die Bewegung Gottes zustande. Gott hat Sehnsucht nach Jüngern. Gott hat Sehnsucht nach Jüngermachern. Halleluja. Und unsere Gemeinde hat einen Bedarf danach. Und unser Land um uns rum erst recht. Fromme Gottesdienstbesucher hat Deutschland lange genug gesehen. Echte Jünger fehlen ihnen. Wer braucht dich? Und mich? Und er liebt es. Wenn du sagst, wie fange ich das an? Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Heiliger Geist beginnt, diese Offenbarung von Jüngerschaft neu ins Volk Gottes reinzubringen. Ich danke dir, Herr, dass du dabei bist, diese alten Wahrheiten ganz neu mit deinem Geist anzuleuchten, sodass sie in uns lebendig werden. Vater, ich danke dir dafür, dass diese Buchstaben aus deinem Buch rausgesprungen sind und mein Herz berührt haben. Und mein Gebet ist heute Morgen, dass du nicht nur eine nette Predigt gehalten hast, sondern dass du eine Offenbarung in das Herz hineinlegst. Dass du, Heiliger Geist, es schaffst, die Herzen neu zu berühren, sie neu zu ergreifen. Dass du es schaffst, Herr, trocken gewordenes Christsein mit deinem Heiligen Geist neu unter Feuer zu setzen. Ich bete, dass du eine unendlich tiefe Sehnsucht danach in uns hineinlegst, Jünger zu machen und selber Jünger zu werden. Herr, dieser Schrei, den du hast, Jünger zu machen, ist ein Schrei, den du hast, dass die Nationen nicht zum Teufel gehen, sondern zu dir gezogen werden. Herr, du hast dieses Prinzip gelebt und du hast es in deine erste Gemeinde hineingelegt und die haben das umgesetzt und wir haben das über Jahrhunderte wieder vergessen. Aber Herr, wir spüren, wie dieses Reden deines Geistes an unseren Geist ganz neu kommt und wir die Notwendigkeit entdecken. Und ich bete heute Morgen, Heiliger Geist, dass du das Herz von Müttern und Vätern wachrüttelst. Von Leuten, die dir schon lange dienen. Ich bete für die, die ihr Leben lang in der Nachfolge standen und relativ unfruchtbar waren. Weil dein Wort sagt, dass es die Zeit kommt, wo dein Heiliger Geist auf Menschen kommt und dann wird die Unfruchtbare mehr Kinder haben als die, die geboren hat. Ich glaube daran, Heiliger Geist, dass du Menschen berührst und sie fruchtbar werden lässt in deinem Reich. Völlig egal, wie alt sie sind, völlig egal, wie ihre Vorgeschichte war, sie kommen und sie beginnen dir zu dienen und du gibst deinen übernatürlichen Segen hinein, in Jesu Namen. Das glaube ich, Herr, dass hier Leute sind, die dieses Wort jetzt ergreifen in ihrem Geist und sagen, ja, Herr, das stimmt. Ich will diese Unfruchtbarkeit aus meinem Leben rauswerfen und ich will Gott dir dienen. Halleluja. Herr, und ich danke dir dafür, dass du Menschen findest, die eine ganz große Liebe haben. Für geistliche Kinder, die ihre Häuser öffnen, die ihr Leben öffnen, die ihre Zeit hingeben, die ihren Einsatz bringen, um Jünger heranreifen zu lassen und zu sehen, wie eine neue Generation aufsteht. Herr, ich bete für junge Männer und junge Frauen,
die ihrer Generation so dienen. Ich bete für Menschen aus dem Bereich des Mittelalters, die beginnen, ihre Berufskollegen so zu berühren. Ich bete für Hausfrauen, die beginnen, in ihren Kreisen so zu arbeiten. Ich bete für Ehepaare, die andere Ehepaare zu Jüngern machen. Jesus, ich bete für Geschäftsleute, die andere Geschäftsleute zu Jüngern machen. Ich bete für Schulen, wo ganze Schülergruppen so zu Jüngern gemacht werden durch andere Schüler. Ich bete, Jesus, für einen Durchbruch in jedem Bereich unserer Arbeitszweige, dass Jüngerschaft gelebt wird. Herr, ich bete, dass für die Hauszellen, dass sie zu Jüngerschaftszellen werden, die miteinander das Leben Jesu Christi teilen und andere dazu befähigen. Ich bete Gott für unsere Gemeinde, dass wir eine jüngerschaftsorientierte Gemeinde sind, die lernt, dass das der eigentlich göttliche Weg zum Wachsen ist. Vater, ich bete, dass du uns da hineinbringst und diesen inneren, ja, diese Vision nicht wieder loslässt in uns, sondern wir brennen, um das zu tun, Herr. Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt und nicht leer zurückkommen wird, sondern du die Dinge bewegst und sie ausrichtest, wozu du es gesandt hast. Herr, ich preise dich, dass uns diese Zukunft gehört, dass das Reich Gottes sich ausbreitet und immer stärker wird. Ehre sei dir dafür. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass so die Zeit ist, während du vor der Gegenwart, in der Gegenwart Gottes stehst, wo du Jesus einfach eine Antwort gibst und sagst, Herr, hier bin ich. Gebrauch mich einfach. Gebrauch mich mit meinem Leben, gebrauch mich mit meiner Ehe, gebrauch mich mit meinem Haus, gebrauch mich mit meinem Job, gebrauch mich mit all dem, was ich habe. Aber Herr, bitte, ich will ein Jüngermacher werden. Ich will nicht so bleiben, Herr. Halleluja. Und Gott kommt und er nimmt dein Herz. Er sieht dein Herz. Hör das, er sieht dein Herz. Er sieht deine Entscheidung. Und er beschenkt dich mit seiner Liebe. Du wirst das merken. Wenn du dem Menschen dienst, es kommt nicht aus dir. Es ist wirklich Liebe Gottes, die da fließt. Halleluja. Und Gott legt dir Leute aufs Herz und du wirst merken, das sind die, die du zu Jüngern machen sollst. Danke, Heiliger Geist, dass du gerade redest, dass du hineinsprichst in die Lebenssituation. Und ich danke dir auch für die, die spüren und sagen, ich möchte so gerne ein Jünger werden, ich weiß bloß nicht wie. Herr, dass sie mutig werden, wirklich auch sich Väter zu suchen, Mütter zu suchen und in diesen Prozess einsteigen, Herr, und dass das ganz normal wird. Dass niemand mehr jahrelang sein Veranstaltungschrist sein leben muss, sondern dass er ganz schnell ein Kind und ein Vater bekommt und ein geistliches Leben entwickelt in dir. Ich rufe das aus, Vater, dass das in unsere Gemeinde hineingesetzt wird, dass das so ein göttlicher Samen ist, ein neues Gen, das du uns geben wirst. Und dass wir vervielfältigen in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja. So, nimm dir da hinten einen Zettel. Wenn du dazu Fragen hast, kommst du einfach auf mich zu, fragst mich, ich leite dich da gerne, dass das in dir vorangeht und du spürst, dass dieses Brennen wirklich zu einer fruchtbaren Aktion wird. Nochmal zu unserem Erntedankgottesdienst. Ich finde das total klasse, wer da alles mitarbeitet und was da alles läuft. Ihr Lieben, so ein Fest wär zu schade, wenn nur wir da erscheinen. Ich möchte dich einladen, nimm deinen Nachbarn mit, bitte nimm deine Freunde mit, nimm deine Verwandtschaft mit, nimm jeden mit, den du irgendwie mitschleppen kannst und sag, ey, lass uns zusammen Gott die Ehre geben. Also wenn wir in unserem Land Grund zu danken haben, dann dafür, dass es immer noch Ernte gibt, oder? Unsere Kollegen, die Amerikaner, die sehen gerade, was passiert. Wenn man denkt, man muss immer nur nehmen. Da hilft es auch nicht, wenn man den frommen Spruch draufschreibt, God's own country. Deswegen gehen die trotzdem den Bach runter. Mit einem frommen Spruch, einen Lebensstil der Gier zu leben, es hilft nichts, das segnet der Herr trotzdem nicht. Und die Leute erleben gerade, was das bedeutet, wenn die sogenannten Sicherheiten alle dahin sind.
Was haben wir für eine Chance, den Leuten klarzumachen, und das möchte ich gerne auch in diesem Gottesdienst am nächsten Sonntag, dass wir eine völlig andere Sicherheit haben, aber eine Sicherheit, die funktioniert. Was für eine Möglichkeit. So bitte nimm das in dein Herz. Wenn du betest, Herr, gib uns gutes Wetter, dann bete mindestens genauso, Herr, gib mir meine Nachbarn mit.